Ende 2009 hat Electronic Arts mit Need for Speed Shift ordentlich für Furore gesorgt. Das Rennspiel einstiger Mitarbeiter des GTA-Entwicklers Simbin war nämlich ganz anders als alle anderen Need for Speeds zuvor. Realistischer, simulationslastiger und von unkomplizierter Arcade-Raserei war hier nichts mehr zu spüren. Shift war dennoch, oder vielleicht gerade deshalb, ein klasse Spiel, vor allem weil es den Spagat zwischen Rennsimulation und Actionraser sehr gut hinbekam. Überraschend indes, dass Electronic Arts seinen Plan über den Haufen geworfen zu haben scheint, die Shift und Hot Pursuit Serie abwechselnd im Jahresrhythmus zu veröffentlichen, so dass jedes Studio 2 Jahre Zeit für ein neues Spiel hat. Stattdessen erscheint Shift 2 nun bereits im Frühling. Reicht das, um den hervorragenden Vorgänger zu überholen? Unser Test gibt die Antwort. Die Kampagne bietet zahlreiche Meisterschaften, die innerhalb der jeweiligen Register eine ganze Reihe höchst unterschiedlicher Herausforderungen bietet. Allerdings haben wir nicht von Beginn an Zugriff auf alle Turniere, sondern müssen sie sukzessive durch Levelaufstiege freischalten. Die meisten werden durch solche Filmschnipsel eingeleitet, die gut geschnitten sind und von bekannten Rennfahrern wie Darren McNamara oder dem Fiat GT-Piloten Patrick Söderlund moderiert werden. Ganz nett, wenn auch nicht gerade professionell synchronisiert. GT3-Wagen sind echte Rennautos, nur knapp unter dem Level der GT1-Wagen. Die Konkurrenz ist hart. Du musst beweisen, wie gut du bist. Die größte Neuerung und auch das, was von Electronic Arts im Vorfeld am stärksten beworben worden war, ist die Helmkamera. Hier schauen wir nicht nur durch die Windschutzscheibe, sondern auch durch das Visier unseres Schutzhelms. Das eingeschränkte Sichtfeld in Verbindung mit den wackeligen Kopfbewegungen vermittelt ein intensives Mittendrin-Gefühl. Damit die Übersicht trotz der eingerahmten Perspektive gewahrt bleibt, neigt der Pilot seinen Kopf bei Kurven automatisch in die entsprechende Richtung, damit wir den Streckenverlauf besser einsehen können. Das ist anfangs noch etwas gewöhnungsbedürftig. Nach 1-2 Spielstunden wollten wir das subtil eingesetzte Feature aber nicht mehr missen. Wer es noch einen Tacken intensiver mag, der darf sogar sämtliche Interface-Elemente ausblenden. Karte, Platzierungen, Geschwindigkeit, Drehzahlmesser, alles weg. Was bleibt an Rückmeldung, ist das eigene Gefühl für den Wagen. Sau cool. Für das letzte Quäntchen Adrenalin muss man dann eigentlich nur noch die intelligente Ideallinie und sämtliche Fahrhilfen wie Bremsassistent und ABS abschalten. Wer hier dann keine schweißnassen Hände bekommt, dem können wir auch nicht mehr helfen. Einsteiger hingegen dürfen die Fahrphysik dank der zahlreichen Optionen sehr stark runterregulieren. Dann steuert sich Shift 2 beinahe wie ein Actionraser. Ganz so unkompliziert wie Need for Speed Hot Pursuit ist das Spiel aber trotzdem zu keiner Zeit. Oh übrigens, wem die Strecke hier, Brands Hatch heißt sie, bekannt vorkommt, der dürfte wohl Shift 1 gespielt haben. Und tatsächlich hat Slightly Mad Streckenrecycling in ganz großem Stil betrieben. Mehr als 2/3 der Kurse kennt man bereits aus dem Vorgänger. Das mag bei bekannten Originalstrecken wie Monza hier noch durchgehen, schließlich ändern sich die nicht und besitzen einen hohen Promi-Bonus. Auch die berühmt-berüchtigte Nordschleife des Nürburgrings wollen wir in keinem simulationslastigen Rennspiel mehr missen, weil sie mit ihrem hohen Tempo und den teils enorm fiesen Kurven selbst Profis alles abverlangt. Wenn aber selbst Fantasiekurse wie London 1:1 übernommen werden, stört das dann schon arg. Zumindest Käufer des Vorgängers. Alle anderen freuen sich über einen enormen Umfang und hübsch abwechslungsreiches Pistenportfolio, das im Genre derzeit seinesgleichen sucht. Und immerhin gibt's auch diverse Neuzugänge, wie etwa der sonnendurchflutete, aber sehr verwinkelte Innenstadtkurs von Miami. Wo die Austragungsorte für ausreichend Varianz sorgen, schwächeln aber die verfügbaren Modi, weil sie Rennspielstandards abklappern, ohne frische Ideen zu bringen. In Eliminator fällt nach Ablauf des Countdowns rechts oben der in dem Moment Letztplatzierte aus dem Rennen. Kennt man schon. Auch die Zeitrennen gewinnen keine Innovationspreise, egal ob wir nur gegen die Uhr oder gegen die Uhr und gleichzeitig gegen KI-Kontrahenten auf der Strecke antreten. Immerhin, die verhassten, weil überhaupt nicht steuerbaren Drift-Herausforderungen des Vorgängers sind nun endlich etwas zugänglicher. Die heckangetriebenen Superschleudern sind zwar immer noch wahre Biester, die beim kleinsten Fehler ausbrechen, sie machen es aber nicht mehr ganz so schnell wie in Shift 1. So oder so haben wir hier aber dennoch so manchmal frustriert aufgegeben. Obwohl die Modi an sich wenig Abwechslung bieten, motivieren sie dennoch zum Weiterspielen, weil Slightly Mad die unterschiedlichen Wagenklassen geschickt auf die verfügbaren Turniere verteilt. In Klassikern wie diesem 1965er Shelby Cobra mit offenem Verdeck über die Piste zu cruisen, ja, das hat schon was. Auch die neuen Nachtrennen bringen Abwechslung ins Rennfahrerleben, auch wenn die das Spiel noch schwerer machen, als es ohnehin schon ist. Im Klartext soll das heißen, Shift 2 ist nichts für Einsteiger und Gelegenheitsraser. Selbst auf dem untersten Schwierigkeitsgrad bedarf es viel Können und Frustresistenz, um auf Siegertreppchen zu kommen. Das liegt hauptsächlich an der Gegner-KI, die rigoros fährt und sich nur sehr, sehr schwer überholen lässt. Ein Beispiel.
dieser Audi A8 hier vor mir zum Beispiel legt gleich einen derben Fahrfehler hin. Trotzdem verliert er kaum Geschwindigkeit. Wir können nicht vorbeiziehen. Kommt es zu Kollisionen, und das kommt auf engen Strecken häufig vor, ist oft gleich sofort Schicht im Schacht. In dieser Massenkarambolage haben wir Gott sei Dank Glück und kommen weitgehend unbeschadet aus der ganzen Misere raus. Das ist allerdings eher die Ausnahme als die Regel. Auch solche Rempelaktionen sollte man lieber vermeiden, weil sie häufig mit unschönen Drehern des eigenen Autos enden. Hier glücklicherweise nicht. Noch ein Wort zum Tuning. Das hat im Vergleich zum Vorgänger gewaltig zugelegt und ist fast wieder auf dem enorm hohen Niveau, wie man es aus Need for Speed Underground kennt. Nicht nur die Lacke lassen sich den eigenen Vorlieben anpassen, auch die Aufkleber, im Fachjargon Vinyls genannt, können wir frei gestalten oder auf vorgefertigte Muster wie diese hier zurückgreifen. Das Highlight ist das Leistungstuning. Hier dürfen wir allerhand Teile in unseren Supersportwagen verbauen, um etwa das Gewicht zu reduzieren, die Beschleunigungskraft zu verstärken oder das Drehmoment zu optimieren. Damit wir sehen, ob unsere Schrauberei überhaupt etwas bewirkt und vor allem was es bewirkt, dürfen wir auf der Strecke jederzeit in Echtzeit berechnete Telemetriedaten einblenden. Für Unwissende sicher ein Buch mit 7 Siegeln. Bei angehenden Kfz-Mechanikern und 4 GT-Weltmeistern dürfte diese Option indes für breites Grinsen sorgen. In Shift 2 Unleashed arbeitet die minimal aufgebohrte Grafikengine des Vorgängers von 2009. Und die kann sich noch immer sehen lassen, vor allem die Fahrzeugmodelle und Cockpits sind im Genre noch immer konkurrenzlos. Auch die Beleuchtung ist auf sehr hohem Niveau und wer mal stehen bleibt oder stehen bleiben muss, der darf die knackscharfen Asphalttexturen bestaunen. Auch die Nachtrennen sind stimmig beleuchtet und überzeugen durch hübsche Licht- und Schattenspiele an Fahrzeugen und Streckenbegrenzungen. Vor allem aber vermittelt Shift 2 ein nach wie vor grandioses Geschwindigkeitsgefühl und auch die schiere Wucht eines Unfalls weiß das Programm wieder höchst eindrucksvoll zu vermitteln. Kurzum, so haben sich Rennspiele zu präsentieren. Shift 2 ist ein herausragendes Rennspiel geworden. Umfangreich, motivierend, hübsch, vielseitig und anspruchsvoll. Für einen Großteil der Spieler aber wohl zu anspruchsvoll. Der neueste Teil der Need for Speed Serie richtet sich lediglich an Fortgeschrittene und Profis. Die bekommen dafür das derzeit intensivste Rennspiel der letzten Jahre.